Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Onkel Poppy und wie ihr an der Beschreibung schon sehen könnt, gilt dieses Video eigentlich nur einer Person und zwar der kleinen Tochter von Funda. Grüße gehen raus. Funda hat das Problem geschildert auf Facebook, dass ihre Tochter ein Endportal gebaut hat in einer Minecraft-Welt. Im Kreativmodus ist ins End reingegangen und ist da wahrscheinlich jetzt gefangen. Das ist das große Problem. Das heißt, ich vermute einfach mal, dass der Modus Peaceful eingestellt worden ist und sie dann quasi im Kreativmodus sich das Portal gebaut hat. So, dieses Portal ist auch nicht ganz so einfach zu bauen. Also ich muss jetzt eben gucken, dass das Portal, dass ich das baue, dass es eben immer von der Mitte aus gebaut wird. In einem bestimmten Radius. Das heißt, die muss sich ja schon irgendwie irgendwo informiert haben, wie das Ganze funktioniert. Auch mit den Enderaugen, das ist ja genauso ein Thema, das muss man ja auch erstmal wissen. Also ja, das Portal selber, das findet man auch nur in der normalen Minecraft-Welt. Das ist also nicht einfach da, das kann man auch nicht bauen. Von daher schließe ich jetzt einfach draus, dass das hier einfach im Kreativmodus gebaut wurde. Das heißt, sie ist quasi jetzt, wie gesagt, ich vermute es immer noch, im Peaceful-Modus, also im friedlichen Modus, in dieses Portal reingesprungen. Ist dann in das End gehupft, musste sich wahrscheinlich, so wie ich ja, erstmal großartig freibauen und hat dann das große Los gehabt, ist das dunkel hier, dass bei ihr der Drache nicht gespawnt ist. Also selbst im Peaceful-Modus spawnt bei mir der Drachen. Ich bin jetzt allerdings auch unterwegs in der Version 1.12. Da ist jetzt die große Frage, in welcher Version ist die kleine Funda quasi in diese Welt gegangen? Das weiß ich natürlich nicht. Sie müsste oder ihr müsstet tatsächlich dieses Ritual vorgefunden haben. Ich sag da mal Ritual zu, es ist halt einfach der Enderdrache. So, das heißt, er muss hier irgendwo rumfliegen und von diesen Ender-Crystals saugt der natürlich halt immer seine Energie weg. Das heißt, die müssen natürlich zerstört werden, indem ich einfach im Kreativmodus draufschlage. Das ist der eine Punkt. Damit ich jetzt da schon mal nicht dem Drachen nicht die Möglichkeit biete, dass er sich jetzt wieder aufladen kann. Weil ich habe jetzt, oder ihr habt jetzt so ein wenig Vorbereitung, die ihr machen müsst, damit sie wieder rauskommt. Weil sie hat wohl so schöne, tolle Sachen gebaut, was ja in Minecraft so üblich ist, und möchte jetzt natürlich gerne wieder nach Hause. Wenn aber auch die schon nicht vorhanden sind, dann habt ihr Minecraft verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, also in dem Fall ist es so, jetzt fliegt er hier rum und man hat jetzt nicht die Möglichkeit, oder er hat jetzt nicht die Möglichkeit, noch irgendwas anderes zu tun. Dementsprechend braucht er jetzt ein Schwert, am besten ein Diamantenschwert. Noch besser wäre es natürlich, wenn es ein Bogen wäre oder verzaubert wäre und dann einfach auf den oberen Punkt vom Drachen schlagen, auf den Rücken. Entweder mit hinterherfliegen, ist aber schwierig, weil der Drachen schon gerne abhaut. Auf jeden Fall muss der irgendwie vernichtet werden. So, wenn dieser Drachen jetzt getötet wird, dann muss man, wenn man es sehen möchte, natürlich schön zur Seite gehen. Dann kann man sich das schöne Spektakel natürlich angucken. Es fallen dann gleich ganz viele Level Points runter und das Portal öffnet sich in Richtung Overworld wieder. Das heißt, man kommt da zurück. So, das war jetzt der Vorgang, wie man den Enderdrachen normalerweise tötet. Also wie das normalerweise so abgeht. Dann kann man da unten reinspringen und dann hat man quasi Minecraft durchgespielt. Man hat es gewonnen. Das ist das Ziel des normalen Standard-Minecrafts. Wenn jetzt, wie bei eurem Fall, der Drache nicht da ist, wenn jetzt hier diese Kristalle nicht aufgebaut sind, wenn das alles weg ist, gibt es zwei Gründe. Entweder es war schon mal einer drin und hat das alles zerstört und den Enderdrachen schon besiegt, dann muss es aber dieses Portal geben. So ein Portal, da kann man, wie gesagt, reinspringen, Feierabend, man kommt wieder zurück, da wo das letzte Bett gestanden hat, wo man das letzte Mal geschlafen hat, da ist man dann wieder. Oder aber, sollte dieses Bett zerstört sein, ist man wieder am normalen, regulären Spawn. Das ist natürlich der Nachteil. Oder aber, Minecraft ist warum auch immer kaputt. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Warum ist das nicht gespawnt, dieses Ding? Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Ich kann jetzt per T, wenn ich jetzt auf T drücke und den normalen Chat aufmache, wo ich dann schreiben kann, habe ich die Möglichkeit per Befehl, der da so aussieht, ich schreibe das auch nochmal unten rein, kann ich einen Enderdrachen spawnen, und zwar da an der Stelle, wo ich gerade bin. Einziger Haken ist, der hat nicht diese schöne Leiste, wie der andere eben gehabt, oben, ne, wo man sieht, wie stark der noch ist. Das heißt, wenn ich jetzt drauf drücke, dann fliegt er hier rum und verhält sich genauso wie der andere eben auch. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn ich jetzt eingebe Kill, also diesen Befehl, so kann ich den Enderdrachen töten. Aber ich glaube,
Dadurch mache ich es nicht besser. Das heißt, wenn er jetzt da ist, sich aufsaugt und sage Kill, dann ist er weg. Aber ich glaube nicht, dass dadurch sich das Portal öffnet. So, und als letzte Möglichkeit gibt es noch das Endportal selber zu spawnen. Das kann man auch noch machen. Dann kommt man in die Oberwelt zurück, sollte aber dann möglichst im Kreativmodus sein, weil ich nicht genau weiß, wo man spawnt. Also normalerweise spawnt man da, wo man zuletzt geschlafen hat. Wenn man das nicht gemacht hat, dann da, wo der reguläre Spawn war, als man die Welt erschaffen hat. Auch wieder T in den Chat gehen und dann eben Z-Block Endportal eingeben und man kommt in die Oberwelt. Das sind so die beiden Sachen und dann bin ich wieder hier, wo ich gespawnt bin am Anfang. Und so kann ich hin und her springen quasi zwischen den Welten und habe die Möglichkeiten, Enderperlen zu finden oder was auch immer ich so brauche. Das sind so die drei Möglichkeiten, die Minecraft bietet, um zwischen den Welten hin und her zu springen. In dem Fall, wie immer gilt, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben und einen Kommentar. In diesem Sinne, euer Sonntag. Bis dann. Ciao.